The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Thron vom Regenbogen umgeben. Siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der, da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Im Regenbogen über dem Thron Gottes haben wir das ewige Zeugnis. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie der Regenbogen in den Wolken entsteht, wenn Sonne, Licht und Regen zusammenkommen, so symbolisiert der Regenbogen, der den Thron umgibt, die kombinierte Kraft von Gnade und Barmherzigkeit. Nicht nur die Gerechtigkeit soll hochgehalten werden. Das würde die Herrlichkeit des Bogens der Verheißung über den Thron trüben. Die Menschen könnten dann nur die Strafbestimmung des Gesetzes sehen. Gäbe es aber keine Gerechtigkeit, keine Strafe, dann hätte Gottes Regierung keine Stabilität. Die Mischung aus Gericht und Gnade macht die Erlösung erst vollständig. Die Gnade lädt uns ein, durch die Tore in die Stadt Gottes einzutreten. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan, indem jeder gehorsame Mensch als Mitglied der Königsfamilie, als Kind des himmlischen Königs sämtliche Vorrechte erhält. Hätten wir Charakterschwächen, dann könnten wir nicht durch die Tore eintreten, die die Gnade den Gehorsamen geöffnet hat. Denn die Gerechtigkeit steht am Eingang und fordert Heiligkeit bei allen, die Gott sehen möchten. Wäre die Gerechtigkeit abgeschafft und wäre es der göttlichen Barmherzigkeit möglich, allen Menschen die Tore zu öffnen, ohne Rücksicht auf ihren Charakter, dann kämen im Himmel schlimmere Zustände der Unzufriedenheit und der Rebellion auf als vor der Ausstoßung Satans. Der Friede, das Glück, die Harmonie des Himmels wären dahin. Der Charakter des Menschen wird nicht durch die Opferveränderung von der Erde zum Himmel umgewandelt. Die Erlösten sind im Himmel deshalb glücklich, weil sie in diesem Leben einen Charakter nach dem Ebenbild Christi entwickelt haben. Die Heiligen im Himmel werden zuvor Heilige auf Erden gewesen sein. Die Erlösung, die Christus durch solch ein Opfer für den Menschen erwirkt hat, ist das Einzige, was Wert hat. Es ist das, was von der Sünde erlöst. Das Gesetz Gottes wird daher durch das Evangelium nicht geschwächt. Aber die Macht der Sünde ist gebrochen. Und das Zepter der Gnade wird dem reumütigen Sünder entgegengestreckt. Gott wird sein Volk in seinem Kampf gegen das Böse nie im Stich lassen. Jesus soll unser Gesprächsthema sein. The Lord is coming. Are you ready?